Joker. Aber bevor sie das macht, haben wir einfach was gegen. Und hier geht's rein. Genau. Und da wieder rein. Nein, nicht ins Wasser. Jetzt aber. So. Oh Mann. Immer noch nicht. Aber die sind da schon beschäftigt. Der sieht auch schon Sternchen. Sternchen, die zwitschern können. Na, hau den. Hau. Da, das dauert ein bisschen. Okay, ein Anhänger ist vielleicht doch nicht der beste zum Verkloppen. Wir haben 3 Wirbelstürme bekommen und 3-mal hier magischer Schild. Das ist schön, das heißt, wir können gleich einen richtigen Angriff hier oben auf das Dorf starten, das mittlerweile schon relativ groß geworden ist. Ja, genau. Aber das heißt, wir stellen uns hier gleich einfach oben drauf, können von hier aus schon mal ein bisschen alles plätten. Und die letzten Anhänger machen wir einfach per Feuerkrieger weg. Und da ist das Gebäude auch schon wahrscheinlich schon viel zu lange fertig und ich merke das mal wieder nicht. Ach komm, 22, einfach mal alle rein. Das ist wunderbar. Ansonsten, also im Notfall können wir auch, oder was heißt im Notfall? Wir können auch nicht nur die normalen Bauarbeiter in die Hütten hier, in die Häuser hier stopfen. Ich sag immer stopfen. Und wir können auch Krieger und Feuerkrieger und Priester und alles, was wir so haben, in die Häuser stecken. Und die produzieren dann auch Mana. Ich weiß im Moment nicht, ob es genauso viel ist. Aber das hat auch den Vorteil, falls das Haus angegriffen wird, kommen dann nicht einfach die normalen Anhänger raus, um das zu verteidigen, sondern eben die Krieger, die ein bisschen mehr auf den Död zauen können. Und das ist natürlich vom Verteidigungswert her natürlich deutlich höher. Und hier ist die Landschaft noch alles ganz normal. Da stehen sie schön an. Ich könnte davon noch ein zweites Gebäude bauen, aber nein. So, ihr baut es mal daran. Die müssen hier mal ein bisschen schauen. Das Holz neigt sich ein bisschen. Hier sind nur noch... Ja, okay. Hier diese 5, 6 Einheiten sind noch da. Da ist ein bisschen was. Wir können hier noch einen zweiten Aufgang bauen. Dann kann man direkt von hier unten da hoch. Wäre doch auch was Feines. Den Platz brauchen wir gerade nicht. Wir hätten noch hier ein bisschen was. Ansonsten könnten wir hier hinten noch ausbauen. Hier ist noch massig Platz. Ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Da geht's hoch. Jo, wunderschön, dieser Aufgang. Und jetzt haben wir hier schon einen fertigen Feuerkrieger oder schon ein paar mehr. Und den tun wir jetzt einfach hier rein. Und dann wächst unsere Verteidigungsanlage. Ihr könnt auch schon mal da hoch. Schadet ihr nicht. Wenn ihr oben steht, reicht ihr ja auch weiter als die hier ankommen. Das heißt, im Notfall könnt ihr da schon mal die abfangen, ohne dass ihr selber Schaden nehmt. Hier nehmen. Bauen. Zack, genau. Und die Baustellen gehen immer dann ein Stück weiter, wenn die ein neues Holz kriegen. Das heißt, die können da auch 5 Minuten dran bauen, wenn die kein Holz haben. Oder halt, wenn hier, ne, die brauchen hier 5 Holz. Wenn 5 Leute auf einmal darauf zukommen und Holz in der Hand haben, dann ist das Ding innerhalb von 2 Sekunden fertig. Das heißt, man kann da auch ein bisschen taktisch planen. Wenn man irgendwo ganz schnell was errichten muss, dann lässt man die Leute vorher erstmal Holz in die Hand nehmen. Und dann rennt man da einfach ganz schnell hin, klatscht dann Bauplan hin. Den sieht der andere ja nicht. Und, oh, hier kommt der Gegner. Das ist blöd. Ja, Feuerkrieger, hier die anderen. Kommt mal mit. Ich hab was für euch. Ein bisschen Frischfleisch. Und Unruhe. So. Wäre doch gelacht, wenn die uns hier irgendwie was anhaben könnten. Ich meine, die sind schon schön, weil die einfach Feuerbälle zaubern. Und die Leute dadurch auch, also nicht ganz so stark wie mit unserem Feuerball, aber schon auf gewisse Weise auch durch die Luft fliegen. Das heißt, die Gegner, also die Opfer, kommen wahrscheinlich gar nicht erstmal an den Krieger ran. Deswegen muss man ein bisschen schauen, dass man da mit ganz vielen auf einmal angreift oder selber eben auch Leute hat, die aus der Entfernung darauf angreifen können. Ihr könnt mal hier stehen bleiben, obwohl, na, ihr könnt mal hier noch ein Türmchen bauen. Denn hier kamen die irgendwo her gerade. Ich vermute mal hier, genau. Da machen wir das einfach ganz anders. Da die Schamanen. Oder wir können hier oben auch so ein paar Türmchen drauf bauen. Das wäre doch alles was. Warum sind die jetzt tot?
machen wir es so. Ja, da ein Turm und in der Mitte ist der Wurm. Ihr könnt mal mitkommen, da schon mal ein bisschen bewachen. Ich weiß ja nicht, ob der da nochmal langkommen will. Da ist jetzt auch ein Turm. Genau, hier kann man jetzt schon sehen auf der Karte, diese Kreise, das sind die Bereiche, in denen die Feuerkrieger in dem Turm ja, angreifen können. Wenn die auf dem Boden stehen, dann sind die ein bisschen kleiner. Das hat wieder mal mit der Höhe hier zu tun. Und da können wir den reinstecken. Ja, und du baust mal fertig. Ich hoffe, wir haben genug Holz. Und hier können auch mal ein paar mehr dran arbeiten. So. Und hier können sowieso mal ein paar arbeiten. Ist ja nicht so, dass es nicht genug Arbeit gäbe. Ach komm, holen wir uns ein paar aus den Häusern raus. Wir haben ja erstmal genug Mana. Wir können gar nichts mehr aufladen. Wir sollten mal einen Angriff starten. Und jetzt habe ich mir oben hier, natürlich schlauerweise den Weg so eng zugebaut, dass ich da gar nicht hinzaubern kann. Also ohne, dass jetzt hier irgendwas kaputt ginge. Das ist jetzt nicht der schlaueste Weg. Aber wir machen das einfach mal so. Wir machen das hier weg. Dann müssen die nämlich trotzdem hier lang. Die stehen genau im Schussfeuer hier. Und ja, dann bringt das auch was. Und hier sind auch ganz viele Feuerkrieger. Und die kriegen natürlich auch Feuer. Ihr baut. Ihr passt auf. Ich greife an. Ich zauber mir einen Weg. Zack. Ah, das passt hier wunderbar. Hier sind keine drin. Nee, das ist schön. Nahkämpfer brauchen wir jetzt eigentlich fast gar nicht. Habe ich überhaupt welche? Ja, ich habe welche. Ihr, ja, egal. Wir machen das einfach mal auf neuem Wege. Wir probieren das einfach mal aus. Wenn wir schon Sachen neu haben, dann nutzen wir die natürlich auch aus. Du kommst weg. Und jetzt ist hier oben auch einer drin. Das kann man auch hier so ein bisschen durch das, ja, Glas nicht, aber durch das Gebäude sehen. Und jetzt hier unsere eigenen passen auch auf. Jetzt ist der andere schon weg. Und wenn ich die jetzt alle hier oben drauf stelle, dann können die... Oh, 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 oh. Ja, hier. Und da ist schon ein leichtes, nennen wir es, Gemetzel im Gange. Und jetzt haben wir hier drei Wirbelwinde. Da gibt es einen hin, also Wirbelstürme. Da gibt es einen hin und den anderen, den sparen wir uns. Und jetzt kommen die Priester hier langsam hoch, aber sie werden abgefangen von unseren restlichen Feuerkriegern. Es waren schon mal mehr, aber das macht nichts. So, der Blitz muss aufgeladen werden. Oder was können wir noch machen, um das hier ein bisschen zu zerstören? Ja, Weg bringt gerade nicht so viel. Okay, jetzt ist das hier schon mal. Wir gehen mal hier hin. Da noch einen Wirbelsturm rein. Dass hier der Tempel und die Kaserne mal ein bisschen beseitigt wird. Oh, oh, oh. Na, Zauber. Und dann bin ich tot. Ihr müsst ja nicht wegrennen, Kumpels. Hallo. Kein Grund, gleich aufzugeben. Geht nochmal hier hoch, auch wenn da irgendwie ein Insektenplage und sowas ist. Geht mal hier hoch. Das ist immer der schönste Platz. Dann könnt ihr die Leute, die hier langsam hochkommen, nämlich schnell abfangen. Genau, erstmal hier die, die das Haus aufbauen wollen. Genau. Und da... Oh, ja, genau. Da geht's lang. Macht einfach mal. Mal gucken, wie lange die durchhalten. Wie schnell die hier rankommen. Okay, das sieht nicht gut aus. Egal. Ich habe jetzt keine Lust da, die irgendwie geschickt herauszuholen. Wir machen uns einfach neue. Nämlich gleich 25 Stück. Oh, hier sind Türme. Sind die hier auch fertig? Nee. Wo sind denn die? Ach, die wurden wieder... Das raucht ja hier ein bisschen, ne? Wurden die wieder angegriffen? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann tun wir die einfach hier rein. Da... Welche, die einfach in der Gegend stehen. Und da. Und da oben kann auch nochmal einer rein. So. Damit, falls der hier kommt. Ne, aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Aber kommen die jetzt noch da oben hin? Oder müssen die jetzt ganz außen rum? Ah, der geht außen rum. Ist auch gut. Ist ja nicht so schlimm. Aber diesmal nehmen wir die Nahkämpfer mit. Und
du kannst auch schon mal hier oben hin. Wir sammeln uns schon mal fürs nächste Mal. Oder sollten wir etwa den anderen Weg hier rumgehen? Wenn man hier... Ne, hier sieht man schon, der Radius ist ein bisschen kleiner. Die stehen halt tiefer. Wir können natürlich auch hier rüber gehen. Aber ja, letztendlich, ne, was soll denn das? Es ändert ja nichts daran, dass da ein Gegner ist und die Einheiten hier in der Nähe. Aber geht die hier hoch? Ah ne, die stellen sich an. Das müsste man eigentlich unterbinden, dass die da irgendwie neue Einheiten formen. Aber ich meine, wir haben ja selber kaum was. Da wird es etwas schwierig werden. Ihr könnt ja nicht hin, ich weiß. Müsst gar nicht die Hände zum Himmel nehmen. Jetzt könnt ihr da hin. So, macht mal. Oh, ich baue da noch. Ah, komm. Was soll der Geiz? Zack. Zweites Gebäude. Hier. Arbeiten. Hier auch nochmal. So. Dann haben wir da gleich zwei Stück von. Dann produzieren wir. Na, doppelt so schnell. Wenn das mit der Mana denn reicht. Aber das sollte gehen. Wir haben ja so viele Leute hier. Unser Stamm hat immerhin 94 Leute. Da können wir noch ein Haus bauen. Da nochmal eins hin. Und da nochmal eins hin. Und da nochmal eins hin. Und da keins hin. Da. So. Leute, Leute. Einer baut da. Einer baut alle vier Häuser ganz alleine. Denn er ist der Superzimmermann. So, genau. Ach komm. Nee. Ihr kommt auch nochmal mit. Ihr steht hier sonst eh nur rum. Und ihr dürft... Na, die Hälfte darf hier einmal rein. Ah, ein bisschen mehr noch. Und die anderen gehen da rein. Ihr beiden auch nochmal. Denn wir müssen natürlich für Nachschub sorgen. Toll, und jetzt, wo wir die ganzen Türme hier aufgebaut haben, kommt natürlich keiner mehr an und will uns was. Das ist ja wieder super. Da geben wir uns hier Mühe und dann wird das nicht geschätzt. Da kommt man doch eigentlich gerne an und lässt sich mal beiseite pusten. Da ist die Schamanin. Ich meine, so ein gewisses Maß an Höflichkeit gehört da schon zu. Auch wenn das ein bisschen weh tut, aber ich meine, ne? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Da muss man auch mal in Kauf nehmen, dass es mal schwierig wird. Aber das zeichnet Freunde aus. Vielleicht liegt es daran, dass das einfach nicht unsere Freunde sind. Deswegen gehen wir einfach mal hier hoch und sagen, dass wir das doof finden. Oh, da sind in den Türmen. Machen wir es so. So, und jetzt sind wir hier wieder mit unserer Mega-Streitmacht und die wird alles hier zerstören. Ja. Euphorie. Oh, au. Ich muss immer mal ein bisschen rumscrollen hier. Das sieht gleich ein bisschen besser aus. Da auch nochmal. Ich brauche Blitze. Wo sind die ganzen Blitze hin? Das kann aus. Obwohl, sind wir schon wieder kleiner geworden. Die hören alle zu hier. Das kann ja nicht angehen. Da. So, genau. Und gestört. Und ich bin tot. Und das ist schade. Und ich habe die Leute nicht benannt, das, also keine Gruppe daraus gemacht. Das ist ungünstig. Wir kommen mal wieder zurück. Ne, komm zurück. Komm zurück! Doch nicht. Dann nochmal. Ach komm, die beiden könnt ihr euch schnappen. Wunderschön. Und die beiden auch nochmal. Ja, gut. Haben die doch trotz meiner Fernkämpfer ihren Priester einsetzen können. Das... Ich muss nochmal etwas hier an meiner Aufmerksamkeit und Taktik arbeiten. Es geht ja nicht, dass ich immer sterbe. Ich meine, hier gucken noch Leute zu. Also, hoffe ich mal. Es wäre ja peinlich, wenn ich das hier nicht gebacken kriegen würde. Ich meine, so schwer ist das jetzt auch nicht. Obwohl früher als etwas jüngerer Mensch, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da war das echt alles noch viel schwieriger. Da war ich auch noch nicht so geübt mit diesen ganzen Sachen. Da war das noch eine ganz andere Zeit. Das ist auch schon einige Jahre her. Halt so alt, wie das Spiel ist. Ja, oder nicht ganz so alt. Ich habe das ein bisschen später bekommen. Da war es halt gerade so da. Irgendwie günstig. Und ich dachte, ach komm, kennst das Spiel zwar kaum oder eigentlich gar nicht, aber nimmst du einfach mal mit. Weil ich glaube, das haben wir bestellt. Egal. Jedenfalls habe ich es irgendwann gehabt. Und fand es damals schon toll. Und heute immer noch. Denn es ist irgendwie, ja, sympathisch. Und ihr kommt nochmal mit.